Okay, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite. Ich kam endlich rein. Wir spielen Fortnite, natürlich. Ob Glück oder können, wenn es winnen. Und los geht's. Ja, gestern ganze Zeit versucht, ey. Und irgendwie kam ich heute rein. Sehr schön. Geile Sache. Keine Ahnung, was genau das ist, aber ja. Okay, wir gehen gleich raus. Muss man sicher gerade durch die Tour. Ja. Gleich mal gerade die Xbox ein Update und nicht, dass es dann angeht und ich habe im Hintergrund vor allem Töne. Ich muss ja mal ganz kurz den Fernsehton ausmachen. Ja, das geht so, kein Problem. Cool. Gestern locker eine Stunde probiert, ging nicht, immer wieder dieser komische Fehler. Heute ging's. Obwohl der Fehler da ist. Faszinierend. Ich würde sogar sagen, dass irgendein Programm hier dazwischen wächst. Entschuldigung, aber ja. Irgendwo Gramm sagt, hey, du gehst nicht online. Oh, scheiße, geht ganz viele runter. Nein. Ganz dumme Idee, Scheune, ganz dumme Idee. Okay, das wird eine ganz kurze Runde, aber wir kommen ja dann wieder rein. Sehr schön. Okay, Taktik, grau, nicht schlecht. Was ist das? Tomatenkörbe sammeln. Hohoho, bloß nicht sie treffen, oh je. Hallo. Alter, die bessere Waffe und ich rotz sie weg. Alter, komm schon. Oh, das sind von ihr die Schritte, ich dachte schon. Gar nicht gesehen, da war ja was, da war ja was. So, dann nehmen wir noch mal ganz kurz ein Schildi. Kill Nummer 1 ist raus, yes! So geht es, Fortnite als Predator. Da kommt jemand. Hä? Nein! Ja, ich hatte weniger Energie als er. Das war unfair. Warum hat er gewonnen? Pleasant Park. Sehr schön. Ich krieg eine Aufnahme hin. Yes, ich bin reingekommen. Ist das schön? Ja, haha. Ba, 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 ba. Geile Sache. Endlich hat's geklappt. War ja nur ein paar Stunden einwählen und immer wieder dieser komische Fehler und... Ach, mein Gott. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Ist es Vodafone? Ist es ein Programm im Hintergrund, was Fortnite verhindert einzulocken? Ich weiß es nicht. Ich bin einfach nur ratlos, ey. Ich wollte das englische Wort lost sagen, aber nein, ich bin ratlos. Und ohne Räder kann man kein Auto fahren. hier ist gar nichts. Sehr schön. Genau das richtige Haus rausgeholt, rausgesucht. Fallschaden, yeah. Ah, das sieht auch schon mal ein bisschen besser aus. Wir sind auch mal mit als Reservewaffe. Ja. An den Knallfröschen halte ich nichts. Yes, sehr gut. Das ist doch schön. Das ist doch ein einigermaßen guter Start in die zweite Runde. Verdammt nochmal. Okay, von oben komme ich. Jetzt gucken wir nochmal die ein, zwei Räume nach. Ja. Muni. Ja, sehr schön. Hier gibt es Munition. Ja, ein MP. Oh, sehr gut. Aber dass das Haus auf dem Dach sehr scheiße war, ist es ja, einigermaßen lootbar in der Mitte. Sagt man nicht so, aber ich dachte, okay. So, jetzt raus und ab ins Geschehen. Mal gucken, ob wir Runde Nummer 3 einläuten oder 3 Kills machen. Ich sehe keinen, scheiße. Okay, ich ohne Kiste, dann war hier keiner. Sehr schön. Ich hasse das, das klappt nicht immer.
habe da eine Kiste gehört. Was war das denn? Ach Mann, ey, was muss ich denn hier alles kaputt machen? Ich bin gerade wirklich verdammt nochmal verpeilt. Ah, okay. Sehr schön, alles in grün. Oh, falsche Seite. Dann wieder auf der falschen Seite, du da. Du da. Du da, du da, du da, day. Jetzt suchen wir uns einen Gegner. Bin ich da schon drin? Hier ist ja gar keine Kiste. Uah. Oh man, hört doch mit dem Bauen auf, Junge. Wow, wow, wow. Scheiße. Oh, scheiße, das sah eng aus. Alter Falter. Kill Nummer 1 in der zweiten Runde. Ich dachte wirklich, ich sterbe. Ich fasse es nicht. Warum nimmt er eigentlich nicht die Taktik? Auch noch mitnehmen, hätte ich meine perfekte Waffenwahl. Ich glaube, die war im Nahkampf auch ganz lustig. Okay, wir haben einen Kill. Runde Nummer 2, wir können sterben. Wir sind jetzt sowieso in die Zone, also Shit drauf. Wenn wir jetzt jemanden sehen auf dem Weg in die Zone, natürlich nehmen wir die mit. Oh, eine Kiste, die nehmen wir natürlich auch mit. Oh ja, das brauche ich. Ich denke, ich höre jetzt jemanden. Parkkralle, na toll. Schildi! Mist, ich habe unterbrochen. Ja, ich seh die Zone. Ich sag aber auch zu der Zone die Zone. Warum eigentlich? Keine Ahnung, die Zone verkleinert sich. Ja, deswegen sagen wir das. Weil eigentlich ist die Zone ja in der Mitte, das wo wir sicher sind. Und nicht das, was auf uns zukommt. Das ist ja die Wand der Zone eigentlich. Oder der Rand der Zone. Aber ich sag selber immer die Zone. Aber die Zone ist die Zone, hä? Gegner? Okay, vielleicht cutte ich was raus. Hängt leicht, leckt leicht, alles okay. Aufnahme ist da, sehr schön. Boah, ich hätte gerne noch mal ein, zwei Kontakte. Was war das? Hä? Ja, komm schon. Seit wann ist denn? Okay, danke fürs Zusehen. Ich wünsche einen schönen Tag, einen guten Morgen, einen noch besseren Abend. Ich bin hiermit raus. Peace.